Willkommen im Künstler's Welt zu einer neuen Ausgabe von Student von mir. Ich fühle mich schon viel mehr frei, wie kleines Reif wird so mit Leib. Seit 2013 besuche ich die Gamescom nun so gut wie jedes Jahr. Und jedes Jahr freue ich mich erneut auf dieses unfassbar coole Event. Aber nicht nur, damit ich mir die neuesten Trailer oder Spiele angucken kann. Nein, vielmehr, weil ich einfach Bock habe, Leute zu treffen. Und auch die Gamescom 2018 stand wieder voll im Namen der Community. Ich habe YouTube-Freunde getroffen, wir haben viel Blödsinn gemacht, ich habe einige Zuschauer kennengelernt, mit denen ich ein paar Worte wechseln konnte und das war einfach unfassbar cool. Was wir alles so gemacht haben, das habe ich mal so in ein paar Schnipseln zusammengefasst und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit dem Video. Ja, es war ziemlich beknackt. Doch zwischen all diesem Spaß geschah etwas Schreckliches. Pronoob2k, aka Kevin, war plötzlich verschollen. Er wollte eigentlich nur rauchen gehen und da war er plötzlich nicht mehr aufzufinden und eine dramatische Suche begann. Kevin! Da gibt's immer genug behinderte Menschen. Wo ist denn der Kevin? Kevin! Hoffentlich ist er überhaupt noch hier draußen. Kevin, du machst mich echt sauer, wenn du jetzt wegkommst. Kevin und Chantal bestimmt. Kevin! Wirklich jetzt! Das ist dringend! Kevin! Kevin, jetzt komm mal ran! Wer läuft denn jetzt? Kevin, das macht keinen Spaß mehr, jetzt komm! Ich hab mal rein, lieber! Kevin! Der war bestimmt gar nicht rauchen. Kevin ist in Halle 7! Ja, Kevin! Geht jemand zur Halle 7 gerade? Die Leute schämen sich alle für uns schon. Bewaffnet mit Bier, Laserschwertern und unseren Kameras machen wir uns auf die Suche nach Kevin. Kevin wurde angeblich in Halle 7 gesichtet, worauf wir uns aufmachten, eben diese aufzusuchen. Auf dem Weg dorthin kamen wir natürlich an einigen Messeständen vorbei, die uns von unserer Suche nach Kevin ablenkten. Allem voran begeisterte mich der schön aufgezogene Spider-Man-Stand. Zum ersten Mal sah ich Open-World-Gameplay, wenn auch nur von Weitem. Spider-Man durch die Schluchten von New York fliegen zu lassen, wird sicher richtig Bock machen. Release ist ja bereits in wenigen Tagen und die Vorfreude ist groß. Das zweite Mal stockten wir beim Stand von Sekiro, wo eine unglaublich imposante Statue Wache hielt. Ob Kevin hier unbeschadet vorbeigekommen war? Am Stand von Cyberpunk 2077 konnte man eine Figur ergattern, welche bei eBay um die 500 Euro einbringen sollte.
Gameplay konnten wir leider keins sehen und verließen uns auf die Aussagen von Michi, die es anspielen konnte. Cyberpunk ist geil! Kauft es euch! Durch die Einnahmen der Statue kaufen wir uns ein Boot, um die Suche nach Kevin ausweiten zu können. Ebenfalls sehr interessant waren die Hologramme am Stand von Starlink, wo ich fast die Vitrine eingeschlagen hätte, um an den Raumgleiter von Star Fox zu kommen. Leider immer noch keine Spur von Kevin. Das Schlimmste ist ja, dass ich mich selbst so gut wie noch gar nicht gefilmt habe. Kevin! Ich habe nur die anderen gefilmt. Und Kevin! Wir suchen übrigens Kevin. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Weiter ging es also durch die Hallen. Bei Nintendo vorbei in Richtung Blizzard, die mit einer halben Halle vermutlich den größten Stand der ganzen Messe hatten. Den Fortnite-Stand besuchten wir nur kurz, um Hand of Blood zu sehen, verließen ihn allerdings schnell wieder, da ein Besucher die fantastische Idee hatte, seine Meinung zum Spiel kundzutun, indem er in eine Tüte kackte, diese auf den Boden lag und die Menge seiner Auslagerungen in der Halle verteilten. Tolle Aktion. Nicht. Da komme ich nicht drüber. Oh Mann. Auf halbem Weg machten wir noch einen Schlenker durch die Merch $700 und kauften den Stand von First Four Figures leer. Naja, zumindest den Bestand der Crash Bandicoot Figur verkleinerten wir ein bisschen, welche für 25 Euro nicht nur ein schönes Andenken an die Messe, sondern auch ein echtes Schnäppchen war. Endlich habe ich eine Figur für mein PlayStation Regal. Yeah. Auf unserer Suche nach Kevin konnten wir nicht nur Spiele bestaunen und Geld ausgeben, viel besser. Ich traf sehr viele coole Leute, unter anderem sogar einige Zuschauer. Es hat mich wirklich sehr gefreut, zumindest mal ein paar Zuschauer persönlich kennenzulernen. An der Bühne in der Retrohalle angekommen, fanden wir dann auch endlich Kevin wieder, was Tronimal sofort zum Anlass nahm, ein kleines Konzert zu geben. Aber ich habe auch meinen Zug verpasst. Das heißt, ich bin vor ungefähr maximal 30 Minuten habe ich die Messe betreten und dort meine Sachen gesucht. Ich habe sie gefunden. Ich habe sogar den Kevin wieder gefunden. Den haben wir überall gesucht. Gerüchteweise war er in Halle 7. Ich kann das aber leider nicht überprüfen. Wir haben die Halle 10 fest. Thank you.
Kevin war wieder da, einige andere Menschen ergriffen allerdings die Flucht. Ich weiß gar nicht warum. Ein bisschen oben dran rein. Wir können ja ein bisschen. So. Nicht die Schwerter kommen. Komm, 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 komm. Oh, jetzt kommt man. Die Gamescom 2018 war in meinen Augen ein voller Erfolg, da ich alles, was ich machen wollte, tatsächlich auch getan habe. Nämlich Menschen zu treffen. Bis nächstes Jahr. Wieder richtig flott, ey. Hammer. Ein Wunder der Technik. Oh, oh, ja.